Ja, Frankenstein schuf ein Weib, oder wie im Original heißt, Frankenstein Created Woman, ist nun der vierte Teil von Hammers Frankenstein-Franchise und erschien 1967. Also schon zu einer Zeit, in der Hammer immer größere finanzielle Probleme bekam, aber noch vor der Zeit, wo sie ein bisschen experimenteller wurden. Oberflächlich bleibt also alles beim Alten, man sieht sofort, dass es ein Hammer-Film ist. Der Film spielt in einem kleinen Dorf in der Schweiz irgendwann im 18. Jahrhundert und da schwebt natürlich immer diese Gothic-Atmosphäre mit. Die Sets sind klein, aber dennoch wie immer schön anzusehen. Der Film hatte gerade mal ein Budget von etwa 140.000 Pfund, dafür wurde das Geld aber ziemlich effizient eingesetzt. Hinzu kommt natürlich auch wie immer dieses gewisse Hammer-Feeling. Regie führte wieder Terence Fisher und der setzt das Ganze natürlich wie immer passabel um. Das Besondere ist diesmal aber die Herangehensweise. Frankenstein baut kein Monster aus Leichenteilen mehr, so wie man es halt kennt, sondern transferiert eine Seele in einen anderen Körper. Das sind ziemlich interessante Prämisse, führt aber auch dazu, dass halt ein Monster fehlt und das erwartet man logischerweise bei so einem Film. Also da fehlen so ein bisschen die Schauwerte vielleicht am Ende. Stattdessen gibt es im Finale aber eine Mörderjagd, die aber auch gut inszeniert ist. Bei den Schauspielern kann man aber auch nicht meckern und Peter Cushing ist in dieser Rolle des Barons wie immer absolut fantastisch. Und auch wenn am Ende leider ein echtes Highlight fehlt, kann man das dem altmodischen Horror- und Hammer-Fan dennoch empfehlen, wenn er halt ungefähr weiß, dass es halt kein klassischer Frankenstein-Film ist, sondern mal etwas von der anderen Art. Christina, my dear, that man possesses such power, such knowledge, such... Well, sometimes I don't even understand him myself. The boy Hans is the tool of the Frankenstein experiment. These boys are the causes. Hans, Hans, come back. He's come back from the grave. Somebody's brought him back. Ja, hier ist dann die Edition, das ist natürlich die Hammer Edition und zwar war das damals die Nummer 1, also Anolis hatte aus irgendeinem Grund nicht mit dem allerersten Frankenstein oder so angefangen, sondern gleich mit dem vierten Teil der Reihe. Also die Edition ist schon recht alt, ist aber trotzdem zu empfehlen, auch wenn es jetzt nur die DVD ist. Inzwischen hat Anolis da ja auch ein Mediabook rausgebracht. Und die Hammer Edition, die kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der nicht die sehr teuren Anolis Mediabooks kaufen möchte. Die kosten zum Anfang ja immer irgendwie 30 Euro, aber die sind sehr, sehr schnell ausverkauft und inzwischen sehr, sehr teuer. Also sind auch alle sehr, sehr schön, aber für die, die den Film einfach nur in der Sammlung haben möchten und denen der DVD reicht, da ist das hier völlig ausreichend. Zumal die hier ja auch sehr, sehr cool aussieht, hier oben mit diesem Hammer-Logo und dann Hammer Edition. In dieser gotischen Schrift, sage ich mal. Und das Cover sieht ja ohnehin sehr, sehr cool aus. Das ist auch das normale Motiv. Es gibt auch noch ein Alternativcover. Aber das hier gefällt mir schon sehr, sehr gut, weil das auch mal so völlig anders ist. Also das ist mal so ein bisschen abseits von der Frankenstein-Norm, sage ich mal. Und Peter Cushing hier oben auch noch. Sieht auch ziemlich cool aus. Wie gesagt, hier das Bein Nummer 1. Hätte man die Schrift so ein bisschen... der kennt man jetzt nicht so gut, meiner Meinung nach. Hätte man ein bisschen weiter unten machen können, aber egal. Und auch auf der Rückseite sieht das Ganze sehr, sehr schön aus. Film geht 88 Minuten. Wir haben hier Deutsch und Englisch. Mit Untertiteln natürlich auch noch. Und auch noch die Dokumentation World of Hammer Frankenstein, die auch recht sehenswert ist. Und ansonsten von der Bild- und Tonqualität passt hier auf jeden Fall alles. 16 Jahren freigegeben. Ist auch ziemlich unblutig eigentlich. Also nicht besonders brutal. Und wir haben ja immer noch ein Booklet, dessen Schrift wirklich sehr klein ist und auch in diesem, ja, in dieser Schriftart kann man das irgendwie nicht so ganz gut erkennen an einigen Stellen. Da hätte man das vielleicht auf zwei Seiten aufteilen sollen und dann irgendwie noch ein paar Bonusmaterialien, irgendwie noch Kinoplakate einfügen können oder so, keine Ahnung. Da wird euer Booklet-Teil im Mediabook deutlich umfangreicher sein natürlich, aber trotzdem bei den Schauspielern und so weiter. Hier geht es auch um Susan Denberg, unter anderem die Schauspielerin hier, die dann irgendwann im Drogensuff irgendwie verschwunden ist. Ist auch ganz interessant. Und so weiter. Ja.
Also wie gesagt, ein gutes Paket auf jeden Fall. Sieht schön aus, ist ein guter Film und natürlich empfehlenswert an der Stelle.